Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Tja, das kennt ihr sicherlich auch. Ihr habt euch Schuhe im Internet bestellt und dann stellt ihr fest, dass sie zu klein sind und nicht passen. Nun gibt es verschiedene Gründe dafür, dass man den Schuh nicht umtauschen möchte, vielleicht weil man ihn dringend braucht. Und gerade dafür zeige ich euch, wie ihr so einen Schuh eine halbe bis eine ganze Nummer größer machen könnt. Und das zeige ich euch hier anhand dieses Fußballschuhs. So, im ersten Schritt müsst ihr den Schuh dazu nass machen. Dazu empfiehlt sich auch besonders warmes Wasser, denn das weitet das Leder bzw. Kunstleder noch mehr. Wenn ihr den Schuh dann richtig schön nass gemacht habt, dann nehmt ihr einfach ganz normale Bodylotion und reibt damit schön das Leder ein, damit es nicht trocken wird und schön geschmeidig bleibt. Ja, wenn ihr den Schuh dann gut eingerieben habt, dann kommt hier Zeitungspapier zum Einsatz. Das knüllt ihr jetzt hier so richtig schön in den Schuh rein. Richtig schön tief. So. Dann kommt hier dieses zum Einsatz. Das sind zwei Holzleisten. Ihr müsst mal sehen, in welche Länge ihr die schneidet. Ich habe bei Schuhgröße 45 hier 23 cm genommen. Die haben ca. eine Stärke von 1,5 cm. Und die stopft ihr jetzt auch richtig schön in den Schuh rein. Und dann nehmt ihr das hier so am Hacken. Und damit könnt ihr dann richtig schön den Schuh spannen. So. Und jetzt ist er richtig schön unter Spannung. Und das Ganze wird sich jetzt etwas dehnen und weiten, dadurch, dass man das vorher nass gemacht hat und mit Lotion eingerieben hat. Und das macht ihr natürlich bei dem anderen Paar Schuh auch. Und dann lasst ihr das einfach trocknen. So, die Schuhe sind nun trocken. Geht einfach hier die Holzleiste wieder raus. Gucken, das Zeitungspapier hier rausholen. Und dann wollen wir mal anprobieren, ob die Schuhe passen. So. So, das fühlt sich gleich schon mal viel besser an im Schuh. Ich merke schon, dass ich da viel mehr Platz habe. Der Schuh ist nach vorne hin etwas weiter geworden und auch zur Seite. Und ja, ich habe hier wieder richtig schön ein bisschen Luft drin. Also, der Schuh ist geweitet. Er passt mir jetzt. Ich denke mal, er wird auch auf dem Fußballplatz jetzt seine Funktion erfüllen. So einfach kann man also ein bisschen tricksen und die Schuhe weiten, wenn sie nicht passen sollte. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr mich kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis dann, euer Mac Paverick.